Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen, wie man hier eine solche Silikonpistole richtig bedienen kann. Wir legen gleich los. Wenn euch das gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen und vergesst auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Das Ganze ist für euch auch kostenlos. Ja, hier drücken, dann kommt vorne das Silikon schon raus. Ihr könnt es jetzt, glaube ich, sehen. Man kann dann seine Silikonnaht einmal ziehen. Wenn ich jetzt den Griff loslasse, kommt trotzdem weiterhin Silikon raus. Daher ist es ganz wichtig, dass ich das Ganze jetzt hier einmal abschalte und hier den Druck aus der Kartusche rausnehme. Die Kartusche ist dann auch frei beweglich und locker. Also so tropft kein Silikon nach. Das ist ganz wichtig, vor allem auch wenn man die Pistole nachher irgendwo hinlegt, dass man nichts vollschmiert, denn Silikon geht immer relativ schlecht aus vielen Sachen raus. Ja, und jetzt die zweite Frage, wenn hier die Kartusche alle ist, wie kann ich die wechseln? Denn ich kriege das ja hier gar nicht auf, das ist verklemmt, versperrt. Hier gibt es jetzt zwei Systeme. Bei dem einen muss man das jetzt hier nach oben drehen, dann wird es leichtgängig und geht auf. Hier bei der eher gängigeren Variante, auch die ich hier habe, muss man auch hier wieder einmal drücken und dann kann man das Ganze hier aufmachen und kann dann die Silikonkartusche auch entnehmen. Wenn man jetzt eine neue hat, dann einfach hier vorne übrigens mit dem Cuttermesser unter dem hier anschneiden. Ich drehe es jetzt nicht auf, weil sonst tropft das Silikon raus. Dann hier das Ventil einmal draufschrauben, so könnt ihr das wieder einsetzen und dann auch einmal wieder festziehen und loslegen. Wenn ihr fertig seid, einfach wieder entsperren, lasst hier so ein bisschen Silikon dran, das dient wie ein Stöpsel oder Korken nachher. Das könnt ihr dann, wenn es trocken ist, wieder abziehen und ganz normal weiterarbeiten. Ja, das war's zur Bedienung von der Silikonpistole. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, noch weitergeholfen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.